Hallo, da bin ich wieder mit einer Runde Don't Starve. Ich habe soeben drei Folgen aufgenommen ohne Ton. Habe jetzt doppelt geprüft, ob mein Mikro auch mit aufnimmt. Und es nimmt auf und jetzt kann es einfach weitergehen mit den normalen Aufnahmen. Hab einfach gar keinen Platz mehr. So, ich esse mal eben hier den Samen, den koche ich mir einmal vorher. Dann habe ich wieder Platz fürs Fleisch. Koche ich mir das auch. Ist das ebenfalls. So, und dann geht es direkt wieder zurück ins Lager. Und damit ich meine wunderschönen Items. Wo ist der Hut hin? Wo ist der Hut hin? Ich hatte gerade schon das Gefühl, dass ich an einem anderen Punkt gespawnt bin, als ich aufgehört habe zu spielen. Und es ist auch so. Ich habe das Walross bekämpft gehabt in der letzten Runde. Anscheinend habe ich aufgehört zu spielen und es hat nicht gespeichert. Deswegen muss ich jetzt mal ganz flott das Walross da unten nochmal töten gehen. Das hatte eigentlich für mich schon einen Hut gedroppt. Das macht mich jetzt natürlich so wütend, dass ich alle umbringen werde. Danke. Dich auch. Und wehe, wehe dir, du lässt nicht nochmal deinen Hut fallen für mich. Ja, ich hatte erzählt, es läuft übrigens dieselbe Strecke. Das letzte Mal ist es hier hängen geblieben. Dass man dem einfach hinterherlaufen kann, bis man. Ich setze mal meine Wintermütze auf. Ich kriege ja eh kein Damage mehr hier ab. Bis der irgendwann stehen bleibt und vergisst, dass man hinter ihm her ist. Dann läuft er nämlich einfach zurück zu seinem Lager. Ganz entspannt, so. Und dann kann man einfach auf ihn einschlagen. So, und wehe. Ja. Noch ein Walrosshauer. Den brauche ich leider nicht nochmal. Boah, das macht mich jetzt richtig, richtig wütend. Ja, aber so ist das nun mal manchmal, ne? Ist natürlich bitter. Richtig bitter. War das Feuer temporär da oben? Ja, ne? Aber es ist noch an. Den Hut hätte ich schon gerne gehabt. Aber was soll ich sagen? So ist das manchmal. Machen wir einfach weiter und ich versuche, so viele Walrösser wie möglich hier nochmal zu töten. Ich kann mir jetzt zwei schöne Laufstäbe basteln. Ja. Das war nämlich der Plan für die Folge, euch zu zeigen, wofür die Items gut sind. Nicht nur es zu erklären, sondern es richtig zu zeigen. Ja. Gut, aber das kann ich ja trotzdem machen. Außerdem muss ich den Fleischkloß mal essen hier. Und am Feierabend setze ich die Mütze auch immer ab. Die tut hier ja keine Not und dann hält die auch ein bisschen länger. So. Ja, einen zweiten Walrosshauer. Ich weiß nicht, was man noch daraus machen kann. Aber gut. Ich werde gleich auf jeden Fall mir den Laufstab daraus basteln, gucken, ob ich noch irgendwas anderes aus dem zweiten bauen könnte. Und dann werde ich mir schon mal. Ach, die habe ich schon alle gebaut in Gold. Noch ein paar Rezepte freischalten. Und eine Maschine vorbauen für die nächste Welt. Aber eigentlich so habe ich rudimentär alles fertig, was man so braucht. Einen Schmortopf könnte ich noch vorbauen für die nächste Welt. Das ist auch immer ein bisschen hilfreich. Und dann würde ich auch anfangen, Essen zu sammeln. Am besten habe ich hier nochmal irgendwo. Ich habe da unten links war nochmal ein Walross. Da würde ich jetzt als nächstes einfach schnell hin. Ah, oh, ist richtig bitter. Ich ärgere mich immer noch, aber naja, zumindest bin ich am Leben. Ich bin ganz guter Gesundheit. Ich habe ein bisschen Fleisch. Und die Walrösser spawnen ja auch wieder.
Und ich habe ganz gut Ressourcen. Alles nicht so schlimm. Ja, die Feiertage sind vorbei. Ich bin super gut gesättigt, immer noch. Bei mir gab es quasi die ganze Zeit über Rotkohl. Könnte ich mich ja reinlegen. Ich freue mich das ganze Jahr über auf Rotkohl an Weihnachten. Ah, okay. Das Virus müsste jetzt nicht mehr gespawnt sein. Es wird jetzt nämlich gerade wieder Frühling. Der Stein ist jetzt auch kalt geworden mit dem Schlag. Weil jetzt Frühling ist. Ich guck mal trotzdem nach dem Virus hier unten. Vielleicht ist die Welt mir ja so gnädig. Aber eigentlich dürfte er nicht mehr da sein. Nee, ist weg. Ja. Gut, wie war das? 3 Tage Winter, 6 Tage Frühling. Ach. Ach, das wusste ich schon. Ich nehme mir mal die Schweinehaut mit. Einfach, weil ich es kann. Fies, oder? Schmetterling damit angreifen. Bringt leider nicht viel. Habe ich Platz im Inventar frei. Ach ja. Ich baue mir eine Kiste vor. Alles, was ich so blau vorbaue, kann ich auch in die nächste Welt mitnehmen. War bisher auf jeden Fall so. Und das werde ich jetzt dann halt auch immer machen. Alles schon mal in Spe hier vorbereiten. Das Eis kann man ganz gut mit dem Fleisch zusammen verkochen. Das wird nämlich auch dann zu Fleischklößen. Karotte. Den brauche ich nicht. Das Fleisch brauche ich. Ich habe genug Gras erstmal. Ja, und dann würde ich als nächstes, also ich gehe jetzt erstmal rüber in mein Lager. So. Werde mir den Stock bauen und euch zeigen, wie man den baut und wie man den nutzt. Okay, ist kein Geheimnis, wie man ihn nutzt. Man nimmt ihn in die Hand. Das war's. Ja, und dann schauen wir mal. Dann habe ich ja schon mal genug zu tun, wenn ich ein bisschen hier rumbaue. Das Lager ist da oben. Ist schon ein Stückchen zu laufen. Aber es ist ja nicht mehr kalt. Dann werde ich das ja locker schaffen. Wäre schön, wenn ich den Weg hier sehen könnte. Ist ein bisschen links von mir. Auf den Wegen läuft man schneller. So, hui. Hier ist er. Dieser Bug, den ich hier habe, der würde übrigens verschwinden, wenn ich jetzt auf Pause machen würde und neu starten würde. Aber wer weiß, was da noch so alles verschwindet, nicht wahr? Nee, auch so. Ist ein bisschen Zeitverschwendung. Da oben ist ein Hase reingegangen, das ist auch sehr schön. Ich mache mal das Feuer schon mal ein bisschen an. Und koche schon mal Sachen. Ja, nicht in der Maschine natürlich. So. 1 Fleisch. 3 Eis. Wird zu Fleischklößen. Ich habe schon 2 Helme. Das kann ich mal hier auf den Boden legen. Das braucht kein Mensch gerade. Und dann baue ich mir mal eine Maschine vor. So eine Alchemie-Maschine.
zwei hiervon. Vier Bretter. Oh, da brauche ich zu viel für jetzt gerade, zu viel Holz. Ja, aber, genau. Das Wichtigste zuerst. Den Gehstock. Achso, der ist unten. Ah, da ist auch schon eine Glühbirne dran. Für die gute Idee. Vier Stöckchen, ein so ein Walrosshauer und zwei Gold. Immer flott und selbstsicher. Das ist doch wunderbar. Den baut man nämlich da aus Walrosshauer. Und ich mag ihn sehr gerne. Damit kann man viel einfacher gehen. Und damit ist man nämlich wirklich viel schneller unterwegs. So, im Vergleich. Wirklich viel schneller. Es erleichtert das unglaublich dolle. So. In der Welt hier regnet es ja generell sehr viel. Deswegen im Normalfall würde ich jetzt Fleischfarm und Trockenfleisch machen und es mitnehmen in die nächste Welt. Trockenfleisch ist eigentlich sehr gut, um es mit in die nächste Welt zu nehmen, aber weil es lange haltbar ist. Das lege ich mich auf den Boden. Ach, ich wollte gucken, was man daraus noch bauen kann. Ich werde es nicht schaffen, hier so viel Fleisch zu trocknen, weil es ja die ganze Zeit regnet. Das schränkt mich dann ja schon ein wenig ein. Deswegen werde ich Fleischklöße mitnehmen. Dann habe ich Fleischklöße, den Spazierstock, ein Stack Gold und als viertes Gold, vielleicht Stöckchen. Überlege ich mir dann. Mal gucken. Oh, ich habe keinen weiteren Samen. So, Spazierstock. Was könnte ich daraus noch bauen? Fällt nichts ein. Also, ich glaube, das war es so ziemlich. Oh! Tuch. Das ist ja interessant. Okay. Das heißt, das Shipwreck hiermit auch verbunden ist. Weil sonst könnte ich gar nicht den Bambus farmen, den ich dafür brauche. So, dann. Nee. Nichts weiter. Ich mal direkt, weil es geht. Und dann mache ich mir einen Regenschirm, auch weil es geht. Brauche ich dafür ein... Ach, ich brauche dafür noch Spinnenseide. Habe ich die auch schon? Nee. Dann nicht. So. Dann lasse ich diese Sachen mal alle hier. Das Gold auch. Mach mich auf den Weg. Hier rechts irgendwo war doch der Übergang mit den Schweinen. Da gehe ich mal gucken. Der Gehstock, der hat auch keinen Zähler dran. Bedeutet, der nutzt sich auch nicht ab. Den kann ich also beliebig viel und oft verwenden.
Und der ist hier einfach unersetzbar. Super gut, dass ich ihn habe. Aber es ist nicht immer einfach. Also nicht so einfach, wie ich es jetzt hatte, den zu bekommen. Weil in manchen Welten am Anfang ist gar kein Winter. Weswegen man dann eben auch kein Walross abschlachten kann. Hier ist der Schweineübergang. Die hauen sich gegenseitig, sind sehr beschäftigt mit sich selbst. Kann ich einfach vorbeigehen. Das stört die nicht. Normalerweise würden die mich alle gemeinsam angreifen. Hm, ein Picking. Auch schön. Und Karottis, die lasse ich mal erstmal im Boden. Ja, und hier habe ich richtig Speed, weil hier eine Straße unter mir ist. Ich rüste mal hier das Ding aus. Ich bin schon sehr nah dran. Das ist ein böser Baum. Das Ding spielt schon verrückt. Hier rechts das Ring-Ding. Ring-Ding, rundes Ding. Nur der Vollständigkeit halber gehe ich den Weg jetzt mal weiter nach oben. Es ist nämlich manchmal so, dass es einen Übergang gibt und der führt nirgends hin. Und man sucht und sucht dann alles ab. Und die Plattform war dann in Wirklichkeit da, wo man dachte, dass man schon alles abgesucht hätte. Also einfach nur der Vollständigkeit halber laufe ich jetzt hier diesen eigenartigen Wald einmal ab. Meiner geistigen Gesundheit geht es gerade ganz gut. Noch. Es geht jetzt richtig gut schnell. Signal ist sehr schwach, heißt quasi, ist keins vorhanden. Also schwächer als sehr schwach gibt es nicht. Hm. Echt ein riesiger, riesiger Wald, ne? Nur aus diesen doofen Bäumen, aus den Stachelbäumen. Ja, komm, den nehme ich mal mit. Kann ich mir gleich mal kochen. Und dann sind wir schon wieder beim Picking. Hm. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt hier auch schon. Ich könnte noch rechts runterlaufen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich guck mal, ob die Schweine noch ein bisschen was übrig gelassen haben. Hier dieses und jenes. Und das nehme ich doch immer sehr gerne. Ja, mach du mal deine Laterne da an. Das ist viel wichtiger, als mich zu hauen. Ich hau mal einfach zurück. Das sind ja eh nur noch zwei. Die müssen eigentlich schon ziemlich kaputt sein. Ich wollte es eben aufheben. Ich bin ja gut ausgerüstet. Die spawnen an diesen Laternen auch wieder. Die haben ja gerade schon gegeneinander gekämpft, also... Wahrscheinlich gegeneinander gekämpft, weil... hier Spinnen in der Nähe sind und einer dann irgendwie Spinnenfleisch gegessen hat oder so. Und dann sind es keine Freunde mehr. Gehstock. Hui! Das macht doch Spaß. Ja, und dann können wir davon ausgehen, dass die Plattform links von uns ist, bei dem Spinnenübergang. Was bedeutet, dass ich jetzt eigentlich nur noch ein bisschen mich vorbereiten muss und dann würde ich auch schon mein Lager hier auflösen und alles mitnehmen, sodass ich direkt rüber jumpen kann. Obwohl, Moment.
Einen Kühlschrank brauche ich den wohl auf Dauer eigentlich nicht. Obwohl, vielleicht eigentlich schon. Ja, das überlege ich mir mal noch. Wie es gerade so kommt, würde ich sagen. Brauche auf jeden Fall auch mehr Holz. Weil ich habe jetzt auch schon alle Dinge. Ich gucke gleich nochmal. Aber abgesehen von der Plattform habe ich alles zusammen. Naja, schön Regen. Hatte ich noch nicht. So, liebes Büffelding. Magst du mal hier weggehen? Ach, ich wollte die Wintermütze eventuell mitnehmen. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Die Aubergine esse ich mal so. Wenn man die Aubergine mit reintut, dann kriegt man eigentlich immer eine gefüllte Aubergine. Und weil ich ja hier die Fleischbällchen stecken... Naja, jetzt habe ich Chili. Stecken möchte, wollte ich Fleischbällchen kochen. So, dann gucken wir uns nochmal die Gegenstände an. Ich habe das... Wie heißt das? Das Kurbelding, das Schachtelding, Metallkartoffelding und außerdem habe ich noch das runde Ding. Ring Thing, Box Thing, Crank Thing und Metal Potato Thing. Ja, und dann fehlt mir eigentlich nur noch die Plattform. Und dann könnte ich auch schon in die nächste Welt springen. Aber erstmal... bereiten wir uns noch ein bisschen mehr vor. Was könnte ich jetzt? Oh, ich könnte mir so einen Schinkenkeule bauen. Das ist eine sehr gute Waffe. Mache ich aber eigentlich nicht so gerne. Ja, gut, dann mache ich hier jetzt mal Pause. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ja, bis dann. Ciao.